Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Forza Horizon 4. Boah, der Ferrari ist echt wunderschön, ne? Also den Blauton habe ich echt gut getroffen. Also, dass er gut aussieht. Natürlich ist es nicht der Blauton vom Hyundai i30. Da ist er natürlich kräftiger, auch dunkler. Aber kann man so machen. Der Ferrari muss nicht immer gelb sein oder wie vielmals angenommen rot. Deshalb würde ich aber gern ein bisschen Geld gewinnen. Oder ein nettes Auto. Oder was von Gucci. Oder ein E36. Oder... Okay, 120.000. Damit kann ich leben. Aber wohl dann auch nur ein Bruchteil des Preises dieses Autos. Der kostet wahrscheinlich mindestens zweimal so viel. Und ja, wir machen ganz einfach weiter, da wo wir auch schon, glaube ich, vor zwei Folgen, glaube ich, war. Im Acura. Ich möchte nochmal bei der Horizon Story weitermachen, bei der weltschnellsten Autovermietung. Das Kapitel mit dem Bugatti habe ich bisher nicht weitergemacht, das habe ich auch nicht geschafft. Das werde ich später mal angehen, aber nicht mehr im Let's Play. Da verschone ich euch, das mache ich dann privat irgendwann. Aber trotzdem fehlen dann immer noch zwei Kapitel. Die würde ich gerne mal heute versuchen. Ich glaube, der Mercedes AMG GTR fehlt noch. Und der Senna? So wie ich mich jetzt erinnern kann. Die beiden Folgen sind jetzt auch schon wieder von der Aufnahme her eigentlich ziemlich genau eine Woche her. Mit Acura. Ja, müsste eigentlich genau eine Woche her sein. Heute haben wir den 11. 11. Januar. Also mein Video ist dann manchmal ein wenig zeitblasenmäßig. Und ich nehme die Videos auch nicht unbedingt chronologisch auf. Das heißt, das Video, was morgen kommen kann, kann auch früh aufgenommen sein. Als dieses hier. Es kann durchaus passieren. 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. So, da sind wir auch schon. So, Auto sollte ja passen. Du hast dein Ziel erreicht. Ist auch ziemlich exklusiv. Gibt es anscheinend auch nicht so oft, denke ich mal. Ich will nur ganz kurz was ansprechen, was ich heute gelesen habe. Und zwar, war das bei Top Gear oder so auf Twitter? Die haben heute geschrieben oder getwittert. Ach so, oh nein, ich bin ein Idiot. Nein, ich will hier nicht fahren. Halt, stopp. Ich bin doch echt in Dämmlack, ey. Ja, ich will den doch gar nicht fahren. Ich hab mich vertippt. Ja, bla 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 bla. Red mal schön, Joel. Joel. Bla bla bla. Musik ist mir auch egal. La 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 la. So. Was ich kurz sagen wollte. Und zwar. Jetzt hör auf zu reden. Technische Kurven und ja, bla bla bla, das wirkt dem Bugatti nicht die Bohne. Ich glaube, das wird dir gefallen. Ja. So. Warte, Kapitel wählen. Und zwar hat Porsche getwittert, dass, glaube ich, über drei Viertel der gesamten verkauften Autos im Jahre 2017? Ich glaube, das war 2018. Also über drei Viertel von den Autos, die Porsche im Jahre 2018 verkauft haben, waren keine Sportwagen. Also keine 911er. Das heißt also rund 75% aller von Porsche verkauften Autos letztes Jahr waren, müsste eigentlich, kann dann ja nur Macan und Cayenne sein. Ich meine also Zahlen, ich glaube Porsche hat 256.000 Autos verkauft. Von irgendwie so 100, irgendwas 1000, wie so 180.000 oder so, Macan und Cayenne. Und der Rest halt 911er. Ich meine, dass Porsche mehr SUVs verkauft als 911er, das war bisher, denke ich mal, nichts Neues. Ach, AMG GTR, war doch richtig. Aber dass es mittlerweile so viel geworden ist, dass der SUV-Markt so stark boomt, dass ca. 75%, also drei Viertel aller verkauften Porsche SUVs sind. Und nicht 911er. Das hat mich schon umgehauen, dass es echt so viele sind. Finde ich schade, aber irgendwie freue ich mich natürlich für Porsche.
dass dann die Autos so gut ankommen. Wenn ein Kunde einen echten, präzisionsgefertigten GT-Wagen will, dann kann man mit einem Benz nichts falsch machen. Ein 2017er AMG GTR. Von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Nein. Höchstgeschwindigkeit um die 330 km/h. Nein. Bist du bereit? Ja. Ich würde eher sagen, ich glaube eher 3,8 Sekunden auf 100. Das Ding wurde für Querfeldeinfahrten mit Stil gebaut. Ich leg dir eine Strecke fest. Rechts abbiegen. Und er schafft niemals um die 330 Sachen. Eher um die 320, das ist realistischer. Ich glaube angegeben 318, aber nicht 330. Nee. Ich wollte das Ding in... Ja, Mindy, danke, dass du auch abbiegen möchtest. Das ist zwar sehr schön, aber guck doch mal in den Spiegel. Seit ich es auf dem Goodwood Festival of Speed gesehen habe. Ich war da, weil ein Fahrer seinen Schlüssel in seinem zugesperrten Auto vergessen hatte. Frag nicht. Ich will doch gar nicht fragen. Kann mal passieren. Hier wahrscheinlich eher nicht. Obwohl, definieren kann ich meinen Schlüssel eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich eh alle Wertsachen, die ich unterwegs mitführe, habe ich eigentlich auch immer am Mann. Deswegen Portemonnaie, Handy und meinen Schlüssel. Also ja, Autoschlüssel und normaler Schlüssel. Das wurde gebaut, um viel Querfeld einzufahren. Was? Wie viel Querfeld ein? Was? Sterne, ich hoffe, es reicht dafür. Ich weiß nicht, wie schnell wir sein müssen. Aber meine... Natürlich muss jetzt hier die KI sein. Oh Mann. Wow! Ja, danke. Ja, noch nicht so weit. Oh, das sieht aus wie in der Werbung. Wunderschön. Da kann ich sein. Oh, mir ist gerade was eingefallen. Ich werde mal mit dem... Oh, der Mini ist gerade so ungünstig da. Komme ich da halbwegs vorbei, ohne vom Gas zu gehen. Vielleicht steckt eine ohne jetzt einen halben Kilometer Umweg zu fahren. Ja, eigentlich... Ich würde gerne da lang fahren, wo der Mini auch lang fährt. Ja, die Straßen müssen abgesperrt sein. Das reicht einfach mal. Ich bin eigentlich ganz gut gefahren. So, 1. Okay, lass es hier. 28. Ich übergebe es dem Kunden und mach dich für den nächsten Anruf bereit. Denn bald habe ich was ganz Besonderes. Etwas wirklich Unglaubliches. Dankeschön. Geschafft. Yes. Und weiter. Das geht doch. Ich glaube, was war dann? 1,30 war das denn bestimmt, ne? 35. Ich habe ehrlich gesagt wirklich nicht geguckt. Ich sollte lieber darauf gucken, dass ich weiß, wie gut ich bin. Aber mich hat das anscheinend nicht interessiert. Und der Zenvo, ich will den haben. Ich meine, das mit dem Bugatti würde ja eh noch ein paar Versuche dauern, also den Zenvo werde ich kriegen. Und dann vielleicht auch irgendwann im Let's Play fahren. Ist eigentlich auch ein sehr besonderes Auto. So, ich guck nochmal... 1,30, ja, easy geschafft. So. McLaren Senna. Oh. Eine ziemlich lange Fahrt. Und zwar in unter 3 Minuten sollen wir das Ganze machen. Oder ich, ihr dürft nur zugucken und hoffen, dass ich nicht ganz so kacke bin. Ich gebe mein Bestes. Weißt du, als ich dieses Geschäft angefangen und dich eingestellt habe, habe ich mir genau diesen Moment schon in meinem Kopf ausgemalt. Das ist ein McLaren Senna. Frag mich nicht, wie ich an den gekommen bin. Bring ihn einfach runter zum Festival und zeig jedem, dass er angekommen ist. Ja, in welchem Zustand ist auch die Frage. Ja, wenn ich fahre... Genieße die Bewunderung. Aber bei dem kleinsten Kratzer... So, er Kratzer, bla bla bla. Ist mir egal. Der Wagen ist jetzt schon quasi wertlos. Allein wenn du in den Wagen einsteigst, ist der Wert einfach schon mal... Obwohl. Der Wagen hat auch eigentlich eher Wertsteigerung, oder? Als Wertverlust. Allein wenn du erstmal normal Autos, wenn du allein in ein Auto einsteigst, bist es nicht gefahren, einfach nur eingestiegen, das hat direkt schon mal massig an Wert verloren.
ist einfach so. Sie sagt, dass die Leute schon auf dem Festival sind. Nee, das haben wir nur noch vom Auto die Tür aufgemacht. Das ist noch nicht mal eingestiegen. Das ist die Tür aufgemacht, weniger wert. Du hast den Wagen angefasst, weniger wert. So, Fahrgastwagen gefällt mir eigentlich ganz gut. Da kann man nicht ganz so viel falsch machen. Es ist auch ziemlich dunkel, also wenig Verkehr auf den Straßen. Das gefällt mir auch sehr gut. Die nächste Kurve Vollgas geht. Ich glaube nicht. Oh nee. Da muss ich. Ich glaube, Lupfen reicht sogar. Oder leicht bremsen. Oh, naja, doch nicht. Das ist er. Der Grund, warum ich meinen Job liebe. Ich? Bin ich der Grund, dass du deinen Job liebst? Mein Beileid. Dann muss der Job echt traurig sein. Wenn es nichts Besseres gibt als ich. Wenn das der Hauptgrund ist. Boah, Alter, halt, ne? Kurvenlage beim Senna. Na, komm. Ja, ich muss es doch anders machen. Boah, Alter, dieser Kurvenspeed ist halt absolut genial bei dem Auto. 300 km/h und er kommt nicht mal ins Schwitzen. Und warum auch? Was sind schon 300 km/h? Das ist doch Anfängergeschwindigkeit. Dutzend weiterer Kunden auf der Warteliste, aber nichts, was du jetzt noch fährst, kommt daran. Richtig, ich werde auch nichts mehr fahren. Das ist ja das Geile dabei. Das ist ja der letzte Wagen hier in der Liste. Setz dich doch zur Ruhe, wenn du willst. So. Kurve falsch gesehen. Kurve geht, glaube ich, Vollgas. Wenn ich sie auf Asphalt nehme und wirklich weit aushole. Nicht ganz so weit, Fabian. Geht doch. Okay, die geht aber auf keinen Fall Vollgas. Never. So. Das müsste ja fast nur noch Vollgas sein. Den Rest der Strecke Vollgas. Ah. Die Welt schnellst. Du weißt doch. Vollgas ist gar nicht gut. Wir haben es geschafft. Du hast es geschafft. Wir sehen uns auf dem Festival. Aber komm doch noch mal im Showroom in Edinburgh vorbei, ja? Sag doch mal Hallo oder... Fahr noch mal eins der Autos. Okay, ich sag mal. Hallo. Geschafft. Jawohl. Aber doch nicht so schwer. Es fehlt jetzt nur noch bei dieser Horizon Story ein einziger mickriger Stern. Den Bugatti finde ich natürlich schade. Aber da kriegen wir auch noch hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann gehe ich jetzt mal zur nächsten Horizon-Story. Das wird jetzt auch in Zukunft so weitergehen. Dass ich jetzt quasi... Ich habe ja mit jedem Auto... Das fahre ich ja 2 Folgen. Und die erste Folge werde ich das Auto ganz normal fahren. So wie ihr es halt auch kennt. Ne, ganz normal. So wie immer quasi. Und dann in der zweiten Folge werde ich jetzt... Ich nenne es mal, ich werde Fortschritt machen. Das werden jetzt erstmal auch natürlich... Das wird Horizon-Story sein, dass ich die alle weitermache. Ich werde das Spiel zeitnah quasi fertig machen. Dass ich soweit alles geschafft habe. Was, soweit ich weiß, jetzt noch fehlt, natürlich die ganzen
Horizon Stories, alle auf 3 Sterne. Würde ich jedes Kapitel auf 3 Sterne haben. Würde ich jedes. Auch wenn es vielleicht nicht immer leicht wird oder angenehm. Ich würde jedes haben. Dann natürlich alle PR-Stunts auf 3 Sterne. Dann... Was eigentlich noch? Ich hatte doch gerade noch irgendwas Drittes im Kopf. Also Horizon Stories, PR-Stunts. Dann wäre es natürlich schön, auch alle Rennserien auf Stufe 20 zu haben. Da fehlt nur noch bei einigen was. Was fehlt mir denn noch? Ich frage mich, wieso jetzt eigentlich Colossus Fanrennen verfügbar? Ich bin doch eins gefahren. Hab's auch gewonnen. Warum das jetzt so ist, das verstehe ich irgendwie nicht. Was ist mir denn vorhin noch eingefallen? Was mir jetzt noch fehlt? Natürlich, die Bonustafeln. Die möchte ich natürlich auch noch alle sammeln. Und die werde ich auch wahrscheinlich alle im Let's Play sammeln. Oder die restlichen, die noch fehlen. Bis zur 200. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Sind doch nicht mehr so viele. Sind nur, glaube ich, 30, 40 Stück, die mir fehlen. Das geht noch. Sondern alles so in, ich sag mal, näherer Zukunft passieren. Das sind noch vielleicht die jetzt von mir angesprochenen Sachen vor Folge 100 fertig haben. Mal gucken. Bei Folge 100 wird es vielleicht wieder ein Special geben. Weiß ich noch gar nicht. Noch keine Gedanken zu machen. Ich habe Idee für ein Special-Video. Aber ob das in Folge 100 sein wird oder ein extra Video, das weiß ich noch nicht. Da habe ich natürlich schon lange Ideen für ein Special-Video. Das sieht dann aber noch in noch in der ferner Zukunft nicht unbedingt, aber es ist noch ein bisschen hin. Wenn Folge 100 kommt ja, weiß ich, in 3 Monaten oder so, ich weiß es jetzt gar nicht. Muss ich mal ausrechnen. Also jetzt im neuen Jahr könnt ihr ungefähr mit 4 Let's Play Folgen pro Woche rechnen. Wahrscheinlich 1 bis 2 Mal Teamabenteuer und dann ja noch vielleicht was Forza Dawn Live, irgendwie sowas. Aber grob gesehen 4 Let's Play Folgen, also 2 Autos. Könnt euch ja mal selber ausrechnen, wann ungefähr Folge 100 kommen könnte, wenn es so weitergeht. Ich weiß ja natürlich nicht, ob ich mir dann da nochmal extra Zeit nehme oder dann für Folge 100 vielleicht was ausfallen lasse oder die verschiebe. Was Besonderes zu machen. Was Besonderes würde ich da machen. In 200 Metern links abbiegen. Aber was, weiß ich noch nicht. Ich habe Ideen für glaube ich, coole Sachen. Mal gucken. Natürlich verrate ich da noch nichts. Ich habe schon sehr lange Ideen für ein oder mehrere besondere Videos. Aber es steht noch kein finaler Plan. Ist aber von dem abhängig, was noch in Zukunft, was es für Inhalte im Spiel geben wird. Weil es kommt dann noch eine zweite Expansion. Kommen natürlich noch einige Autos ins Spiel. Mal gucken. Vielleicht noch einige Features. Vielleicht noch neue Modi. Wer weiß, wer weiß. Ich habe aber Bock, irgendwas Spezielles, auch was Aufwendiges zu machen. Das denke ich mal auch qualitativ relativ hochwertig ist. Aber was auf jeden Fall geplant war, und dann denke ich von Folge 100, ist ein Video, hätte so ähnlich wie Thank You Forza Horizon 3. So was Ähnliches. Habe ich auch für Horizon 4 geplant. Wann, wie, wo, was, keine Ahnung. Kommt noch, habe ich jetzt auch... Du hast dein Ziel erreicht. Da muss ich mir später Gedanken zu machen. Vielleicht werde ich mir da auch Urlaub oder sowas nehmen. Boah, alles hier auf List auf 3 Sterne. Aber, da habe ich ganz, ganz stark geschlampt. Welches Auto sind das hier? Weiß ich nicht. Apokalyptisches Ödland. Erinnert mich eher an Fallout. Da gibt es hier ein Auto von Fallout im Spiel? Glaub nicht. Okay, 2 Minuten habe ich geschafft. 50 Sekunden und 46 Sekunden. Komm, da kriegen wir doch hin, oder? Für den Stuntfahrer. Aber es sind wirklich spezielle Videos in meinem Hinterkopf. So kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren. Hey, ach, der Demon. Mein kleiner Edinburgh-Kurzfilm hat für etwas Furore gesorgt.
Die Stadt hält wohl nicht allzu viel von Cinema Verité. Wir hätten uns lieber eine Genehmigung holen sollen. Aber, naja, ich habe Ihnen nichts davon erzählt, dass du und Joel das alles geregelt habt. Also kümmern wir uns wieder um das Filmprojekt, ja? Fahr mit diesem Schlitten zum südlichen Autobahntunnel. Soll ich ihn kriegen? Die Stunt-Crew ist schon vor Ort. Und ich auch bald. Oh ja, Leistung. So. Welche Zeit wir jetzt hier brauchen, ist, glaube ich, ziemlich egal. Das Event zählt natürlich. Oh ja. Das ist ein Auto zum Beschleunigen, nicht zum großen Fahren. Rechts abbiegen. Auch die finde ich sehr unglückliche Übersetzung. Natürlich kurzes Betrieb ist gut, aber irgendwann ist dann auch zu kurz. Man kann es halt auch wirklich übertreiben. Man kann natürlich auch zu lange Getriebe machen. Hier finde ich es schon eher zu kurz. Jetzt mein Auto mal so für Leistung. So ein Drag-Auto. Das fährt, das soll nicht im zweiten Gang nicht mal 90 km/h fahren. Das ist ja wohl lächerlich. So. Mann. So, das ist vorbei. Rechts vorbei. Ich bin ja ein Deutscher. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Weißt du was? Bullshit. Bei nächster Gelegenheit wenden. Natürlich. Kann ich auch nicht zurückspulen. Ich fixiere das auch nicht. Ja. So, jetzt vielleicht durchfahren. Ah ja. Da wären wir. Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Die Crew hat rund um die Uhr am Set gearbeitet, aber du schaffst das schon. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ist mir egal. Jetzt interessiert mich nicht, Junge. Weißt du noch, als ich was von Computern erzählt habe? Vergiss das wieder. Wir haben mehrere Barrikaden, Tunnel und Sprünge. Lass dich nicht ablenken. Aber uns geht's ja nur um echte Fahrerei. Richtig, lass mich niemals ablenken. Vor allem nicht, wenn schöne Frauen am Straßenrand stehen. Na dann, Szene 79a. Barrikadenzerstörung. Action! So. Deine Strecke ist sicher, aber tu so, als wäre sie gefährlich, okay? Lass das Heck ein bisschen ausbrechen. Eher nicht. Sieht gut aus. Und jetzt mit Karacho dadurch. Bei der Brücke ist eine Rampe. Spring drüber. Fahr durch den Schrott auf der anderen Seite. Sieh dir mal diesen Himmel an. Im Tunnel steht viel großes Zeug rum. Warum auch? Warum steht da so viel großes Zeug? Ich muss halt, ne? Folge der Route und drifte ein bisschen, aber pass auf. Da steht nämlich auch überall großes Zeug. Jetzt unter der letzten Barrikade durch und den Sprung nicht versauen. 46 Sekunden. Okay, 50 haben wir geschafft, super. Aber 46 leider nicht. Auch wenn der Film kaum Sinn ergibt, allein wegen deiner Stunts werden die Leute ihn schon sehen. Vielleicht setzen die Produzenten ja gerade darauf. Weißt du was? Das sehe ich mal gar nicht ein. Sollen wir uns jetzt komplett neu fahren oder... Nur das ist das wichtige Event. Ich war nur das richtige Event. Ah. Na dann, Szene 79a. Barrikadenzerstörung. Action! Deine Strecke ist sicher, aber tu so, als wäre sie gefährlich, okay? Lass das Heck ein bisschen ausbrechen. Warte, kann ich da links lang fahren? Sieht gut aus. Und jetzt mit Karacho dadurch. Jawohl. Bei der Brücke ist eine Rampe. Spring drüber. Fahr durch. Nein. Ich darf da nichts treffen. Ja, der Lauf, der muss beinahe perfekt werden. Seh dir mal diesen
Nee, eigentlich auch nicht. Ich darf nicht querkommen und komme im Sprung. Da geht's über Zeitflöten. Das sind vielleicht nur 100 Sekunden, aber naja. Nein. Ich muss auch den Sprung gerade anfahren. Ich fahre den schief an. Das ist das Problem. Weil ich nämlich hier so weit links bin. Das war ziemlich gut. Im Tunnel steht vier Gruppen. Oh ja. Das. Ja. Großes Zeug rum. Folge der Route und drifte ein bisschen, aber pass auf. Ah, ich komme. Ich komme so weit rechts auf. Ist das Problem. Da steht nämlich auch überall großes Zeug. Nein. Kann ich da zwischen der Palette und dem LKW durchfahren? Ja, das kriegt man doch irgendwie hin. Ha! Oh! Alter! Oh, es war aber sehr knapp. Jetzt unter der Lippen. Genau. Muss wieder links abspringen. Ja, wie soll ich noch wieder links kommen? Versaut. Okay, der Sprung ist versaut. Das zwischen den Sprüngen würde ich nicht viel Abstand. Nein. Nicht dagegen fahren, Fabian. Böser Junge. So. Bis ich geschafft haben, oder? Wenn der Film kaum Sinn ergibt, allein wegen 45,910 Sekunden. Ihn schon sehen. Was? Vielleicht setzen die Produzenten ja gerade darauf. Nee. Das waren 100 pro. Also ich meine da oben gesehen zu haben 45,910 oder 940. Okay. Ich will's wissen. Na dann. Szene 79a. Barrikadenzerstörung. Action. Gibt's ja. Gibt's am Start irgendwie eine Möglichkeit? Mal neu starten. Deine Strecke ist sicher, aber tu so, als wäre sie gefährlich, okay? Lass das Heck ein bisschen ausbrechen. Gibt's da eine Möglichkeit, da gut durchzufahren? Na dann. Szene 79a. Barrikadenzerstörung. Action! Deine Strecke ist sicher, aber tu so, als wäre sie gefährlich, okay? Mann, ich will aber nicht da springen. Da komme ich da ganz links? Na, du darf ich nicht. Das Heck ein bisschen ausbrechen. Na gut, hier muss ich. Nein. Ich will aber nicht zwei Sterne kriegen. Ich will drei haben. Und. Ich muss auch mal nachher in der Aufnahme nachgucken, wie Zeit das wirklich war, aber ich meine. Na dann, Szene 79a, Barrikadenzerstörung, Action! Deine Strecke ist sicher, aber tu so, als wäre sie gefährlich, okay? Lass das Heck ein bisschen ausbrechen. Nee, ich muss links lang fahren. Anders geht es schon mal gar nicht. Jetzt mit Karacho da durch. Bei der Brücke ist eine Rampe. Spring drüber. Fahr durch den Schrott auf der anderen Seite. Nein. Sieh dir mal diesen Himmel an. Nein. Die Lücke ist aber echt schmal. Da musst du echt wirklich sehr, sehr gerade springen. Da um nicht gegenzukommen. Folge der Route. Ah, komm, da komme ich durch. Und drifte ein bisschen, aber pass auf. Ich bin auf einmal ziemlich stark gedriftet, warum auch immer. Steht nämlich auch überall großes Zeug. Na, im fünften habe ich wenig Grip. Das ist leider das Problem.
Nein, das geht so auch nicht. Nein. Die Lücke ist aber eng, Alter. Das war, ja, ein bisschen zu weit links. Da war mein Fahrer Matsche, das Auto auch. Oh. Da bin ich mal mit dem Boden verschmolzen. Das ist nicht so einfach. Der Wagen ist halt auch zu breit für die Straße. Ganz einfach. Boah, wie ich da... Warum komme ich denn im Sprung? Wieso fliege ich so komisch? Nein, nicht ganz so weit. Jetzt unter den letzten Bericht. Nein, nicht zu quer. Und den Sprung nicht versaut. Nein. Zwei links. Immer irgendwas zu meckern. Nicht so weit, nicht so weit. Jetzt aber. Der Film kaum Sinn ergibt. Allein wegen deiner Stunts werden die Leute ihn schon sehen. Vielleicht setzen die Produzenten ja gerade darauf. Geht doch. Ja, 50 Sekunden ist easy, aber 46, da musst du echt wirklich... Ich glaube, wirklich viel weniger geht da eigentlich gar nicht. Ich kann ja auch nicht mehr machen als Vollgas geben. Aber Weltrekord bestimmt irgendwie so 30 Sekunden oder so. Ich guck mal kurz nach, was der Weltrekord ist. Bestimmt irgendwie ein Modder, Glitcher, Hacker, whatever. Fühlt sie sich cool. Stell mir da selbst also 44, unter 44 Sekunden. So, ich guck einfach mal. Nee, noch ein Kapitel fahre ich heute nicht. Ich muss das jetzt abschließen, aha, nö. Dann nicht. Vielleicht mal gerne wissen, was deine Rekord ist. Aber wirklich so viel schlechter als meins kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also viel besser meine ich. Ein tolles Auto, der Ferrari. Wirklich. Okay, der Sound. Der war auch geil. Wirklich ein tolles, tolles Auto. Und dann war es das auch mit der heutigen Folge. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht morgen 18 Uhr. Also bis dann und tschüss.